Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am kommenden Dienstag treten die Studentinnen und Studenten der Universität Greifswald in einen Bildungsstreik. Sie werden dabei ausdrücklich von ihrer Rektorin, Frau Weber, unterstützt und auch die demokratische Opposition steht hinter den Studierenden. Für die Fraktion hat zum Beispiel Die Linke oder für Die Linke Frau Dr. Schwenke und für die Grünen habe ich das gemacht, ein Statement für den Protestaufruf beigetragen. Die Studierenden gehen auf die Straße, weil sie Institutsschließungen und andere gravierende Einschnitte fürchten, wenn denn die aktuelle Unterfinanzierung weiterhin bestehen bleibt. Und sie stehen mit diesen Befürchtungen im Übrigen nicht alleine da. Die Rektoren und Rektoren sowie die Haushaltsbeauftragten der Hochschulen Mecklenburg-Vorpommerns haben das Ausmaß der aktuellen Finanzlöcher bereits in den Beratungen zum Doppelhaushalt 2014-15 in einer großen Anhörung des Finanzausschusses ausführlich dargestellt. Wir erinnern uns doch alle sehr gut. Gestern hat die Hochschulrektorenkonferenz in Berlin darauf hingewiesen, dass es zu gravierenden Einschnitten an den Hochschulen kommen werde, wenn die erheblichen Lücken in der Hochschulfinanzierung nicht geschlossen werden. Und im Übrigen wurde die Rektorin der Universität Greifswald, Frau Weber, gestern auch zur Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz gewählt. Und ich denke, dass ich hier im Namen aller demokratischen Fraktionen von dieser Stelle aus Frau Weber die besten Glückwünsche zu dieser Wahl ausrichten darf. Zugleich hat die Kultusministerkonferenz in der vergangenen Woche ihre Prognosen für die Studierendenzahl der kommenden Jahre erneut nach oben korrigiert. Das macht sie übrigens regelmäßig. Im Grunde weiß unser Bildungsminister ja auch, wie problematisch die Situation in Wirklichkeit ist. Nur so lässt sich erklären, warum Sie, Herr Minister Brotkorb, immer und immer wieder versuchen, durch Nebelkerzen und falsche Darstellungen den Eindruck zu erwecken, die Hochschulen würden in Millionen förmlich schwimmen. Kaum war unser Antrag in der Parlamentsdatenbank eingestellt, veröffentlichte das Bildungsministerium schon eine Pressemitteilung. Sie hieß, Hochschulen erhalten 90 Millionen Euro zusätzlich. Herr Brotkorb, Sie täuschen damit bewusst die Öffentlichkeit. Denn diese Bundesmittel sind längst im aktuellen Doppelhaushalt eingeplant. Sogar die genaue Verteilung der Gelder auf die Hochschulen wurde dem Bildungsausschuss bereits im Oktober 2013 mitgeteilt. Sie geben also diese 90 Millionen Mitteilung heraus, obwohl Sie genau wissen, dass die Hochschulen keinen Cent mehr erhalten, als bereits im Haushalt vorgesehen war. An den Finanzlücken der Hochschulen ändert sich also rein gar nichts. Denn die Hochschulpaktmittel sind bereits eingerechnet gewesen in die Berechnungen der Hochschulleitungen. Dies mag man noch als cleveres PR-Manöver des Ministers abtun. Er verkauft eine Neuigkeit, die keine ist, und schmückt sich mit Geld, das nicht das eigene ist. Ein bildungspolitischer Skandal aber ist, was heute in der Schweriner Volkszeitung zu lesen war. Erneut hat der Bildungsminister dieses Landes den Eindruck erweckt, die Hochschulen würden keine Finanzierungslücke aufweisen, sondern sogar Überschüsse erwirtschaften. Der Beweis dafür wären die hohen Rücklagen der Hochschulen. So der Minister, konnten wir heute lesen. Und meine Damen und Herren, das halte ich schon langsam für eine Frechheit, denn mit keinem einzigen Wort geht der Minister darauf ein, dass die Hochschulen alle Haushaltssicherungsmaßnahmen ergriffen haben und unter anderem an der Universität Rostock 88 Stellen unbesetzt bleiben, in welcher Form auch immer, entweder wirklich unbesetzt oder eben abgestuft in der Wertigkeit. An der Universität Greifswald blieben 77 Stellen zur Haushaltssicherung unbesetzt. Und wenn man einfach mal diese 165 Stellen gegenfinanzieren möchte, müsste man schon 10 Millionen Euro auf den Tisch legen. Und ich weiß nicht, wie man das in einer solchen Meldung einfach verschweigen kann. Ich finde, das ist Augenwischerei. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Minister weiß ganz genau auch, dass es sich bei den sogenannten Rücklagen um zweckgebundene Rückstellung handelt. Und das haben wir heute ja auch dankenswerterweise noch in seiner Pressemitteilung lesen dürfen. Ganz unten stand es verschämt klein drunter. Hochschulen schließen mehrjährige Verträge. Sie machen langfristige Anschaffungen. Sie müssen Eigenanteile für langfristige Drittmittelprojekte finanzieren. Dafür müssen sie Rückstellungen bilden. Es sind keine frei verfügbaren Mittel, keine Überschüsse und keine Polster für Betriebskosten, Tarifsteigerungen oder steigende Studierendenzahlen. Und im Übrigen setzt sich dieser Überschuss vor allem auch durch sogenannte Overhead-Kosten zusammen. Das sind Zuschüsse, Pauschalen aus Drittmittelprojekten. Die kann man nicht sofort ausgeben. Die sind teilweise auch zweckgebunden, aber vor allem müssen sie irgendwo erstmal zwischengeparkt werden. Und deswegen finde ich das auch nicht in Ordnung. Vor allem, wenn die Hochschulleitungen hier in unserem Hause, es war sogar hier in diesem Raum im Finanzausschuss, erklären, dass das keine Rückstellungen sind, wie das Land welche hat.
Das Land hat 1 Milliarde Euro Rücklagen, in der Tat. Und das Land hat übrigens auch 1 Milliarde Euro Reste. Und das wird den Hochschulen jetzt vorgeworfen, dass sie bestimmte Gelder zwischenparken. Ich finde es einfach nicht mehr sauber und fair in der Kommunikation. Ich finde es wirklich nicht mehr sauber. Und ich möchte Ihnen noch von einer Begebenheit aus dem Finanzausschuss vom 5.12.2013 errichten. Es war ein Tag direkt vor Nikolaus. Sturmtief Xaver zog auf und der Finanzausschuss tagte ungewöhnlicherweise einmal öffentlich auf Geheiß der Landesregierung. Sie erinnern sich vielleicht noch. Damals kochten die Emotionen sehr hoch, denn die Hochschulleitungen hatten sich zusammengeschlossen und die Universität Rostock und Greifswald haben eine öffentliche Erklärung abgegeben, dass sie offensichtlich überhaupt völlig missverstanden wurden vom Bildungsminister und das so nicht stehen lassen konnten. Daraufhin musste sich der Minister offensichtlich erklären und hat das versucht im Finanzausschuss. Und ich war dahingehend schockiert, weil ich ihn gebeten habe, die Zahlen, die er immer wieder wiederholt, die aber durch die Wiederholung nicht richtig werden, auch einfach mal zu belegen. Und er bezog sich da insbesondere auf eine Tabelle der Universität Rostock, aus der eindeutig hervorgehe, dass noch nie ein so hoher Ausfinanzierungsgrad an der Universität Rostock erreicht worden sei, nämlich 95%. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, aus den Stellungnahmen der Universität Rostock vor dem Finanzausschuss geht das nicht hervor. Da kommt etwa eine Ausschöpfungsquote von 89% heraus. Wie gibt es denn diese Differenz? Und dann hat er gesagt, ja, hier ist eine Tabelle. Und da habe ich gesagt, können Sie die uns mal vorlegen? Nein, meine Akten behalte ich jetzt mal für mich, so wie Sie Ihre Akten auf dem Tisch auch für sich behalten. Ich liefere das nach. Dann, das war der 5.12., kam das dann am 30.12. wurde diese Akte endlich nachgeliefert. Wir haben sie gesehen, wir haben sie uns angeschaut und so deutlich missverstehen kann man eine eindeutige Tabelle wirklich nicht. Da steht zwar 95% Ausschöpfungsgrad in der ersten Spalte, das ist aber einfach eine Gegenüberstellung von Planstellen und tatsächlich besetzten Stellen. Und die Universität Rostock hat sich sehr viel Mühe gemacht und hat das hinten ausformuliert, was denn die tatsächlichen Kosten, die tatsächlichen Wertigkeiten der Stellen bezogen auf den Ausschöpfungsgrad sind. Und auf welchen Ausschöpfungsgrad kommen Sie? Auf 89%. Und wissen Sie, wie ich das nenne? Das nenne ich Belügen des Finanzausschusses. Und zwar mitten in der Haushaltsdebatte. Ich finde das dramatisch, dass sozusagen ein Minister seinem Amtseid nicht entspricht und wahrheitsgemäß dem zuständigen Ausschuss in der Haushaltsberatung die tatsächlichen Haushaltsanmeldungen der untergeordneten Behörden offenlegt, sondern hier offensichtlich Augenwischerei betreibt. Ich bin gelinde gesagt erschüttert über das Niveau der Landesregierung, wie sie hier mit dem Hohen Hause umgeht. Und deswegen habe ich dann auch das Gesprächsangebot von Herrn Brotkorb, was er mir dann angeboten hat, ausgeschlagen. Denn wissen Sie, wenn man permanent verarscht wird, im Übrigen fühlt sich auch das Bundesamt für Statistik inzwischen irgendwie verärgert von unserem Bildungsminister, wenn man permanent verarscht wird, ich muss es leider so unverblümt sagen, hat man keine Lust mehr, sich länger mit solchen Personen zu unterhalten. Herr Saalfeld, einen Moment, ich muss da dem Fraktionsvorsitzenden der CDU zustimmen. Sie sind hier Redner im Parlament und ich bitte doch von unparlamentarischen Äußerungen abzusehen. Entschuldigen Sie, Frau Präsidentin, meine Erregung. Ich bin doch mit dem Herzen bei der Sache und möchte mich einfach entschuldigen dafür. Ich will noch einmal versuchen, die Situation zu klären. Die Landesfinanzierung der Hochschulen sieht einen jährlichen Anstieg von 1,5% der Mittel vor. Allein die Tarifsteigerung des Personals liegt über diesen Wert, allein dieser. Die Betriebskosten der Hochschulen sind noch viel stärker angestiegen. Das ist von Hochschule zu Hochschule natürlich unterschiedlich. Aber durch die Differenz zwischen Mittelanstieg und tatsächlichen Kostenaufwuchs entsteht jedes Jahr eine immer größere Lücke. Das Land verlangt von den Universitäten und Fachhochschulen darüber hinaus massiven Personalabbau und hat sich trotzdem gleichzeitig gegenüber dem Bund zu einem Anstieg der Studierendenzahlen verpflichtet. Ich halte das für in gewisser Weise widersprüchlich, um es nicht schizophren zu nennen. Die notwendigen Eigenmittel für die Hochschulpaktmittel des Bundes setzt das Land aber nicht dafür ein, dass die Hochschulen den Anstieg der Studierendenzahlen auch angemessen in Forschung und Lehre beherrschen können, sondern zum Beispiel für die Finanzierung der neuen Professorenbesoldung. Entschuldigen Sie, da hat ein Bundesverfassungsgericht das Land verpflichtet, die Professorenbesoldung angemessen anzupassen. Und das Land greift den Hochschulen in die Kofinanzierung des Hochschulpaktes. Es tut mir leid, aber dafür sind die Mittel nicht da. Und das finde ich einfach nur frech. Für die anfallenden Kosten müssen die Hochschulen also immer wieder herhalten. Aus unserer Sicht, aus Sicht der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, ist der kritische Punkt an den Hochschulen lange überschritten. Die Hochschulen können die Finanzlücken
nur durch Einschnitte kompensieren. Seit Jahren geht die Zahl der unbefristeten Arbeitsverträge dramatisch zurück. Der Anteil der Teilzeitbeschäftigung nimmt immer weiter zu. Für Lehraufträge werden noch immer Hungerlöhne teilweise gezahlt. Und manche Lehrbeauftragte werden sogar dazu gedrängt, möglichst ganz auf das Honorar zu verzichten. Was hat sich in dieser Frage eigentlich getan, seitdem wir auf dieses Problem hier im Landtag aufmerksam gemacht haben? Sie erinnern sich vielleicht noch, dass einschließlich Vor- und Nachbearbeitungszeit für die meisten Lehraufträge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nicht einmal, wenn man das mit einberechnet, Mindestlohn gezahlt wird. Wir hatten das hier als Antrag. Ich würde gerne mal wissen, was ist daraus geworden aus dieser Initiative? Angeblich wollte sich das Ministerium ja darum mal kümmern. Nichts hat sich getan, meine Damen und Herren. Ich beende hier meine Einbringung und werde dann in der Aussprache fortfahren. Vielen Dank. Im Ältestenrat ist vereinbart worden, eine Aussprache mit einer Dauer von bis zu 90 Minuten vorzusehen. Ich sehe und höre keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Ums Wort gebeten hat zunächst der Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Herr Brotkorb. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrter Abgeordneter Saalfeld, werde mich bemühen, nicht in der Form auf Sie zu reagieren, wie Sie hier in Ihren Antrag eingeführt haben. Ich fürchte nur, dass wir immer wieder auf dasselbe Problem stoßen werden, dass wir am Ende doch große Mühe haben, eine sachliche Diskussion zu führen, weil Sie in Ihren Argumenten ja stets voraussetzen, dass es keinen Punkt geben könnte, an dem Sie vielleicht nicht ganz richtig argumentieren. Und am Ende jeden sachlichen Hinweis darauf, dass das eine oder andere vielleicht nicht richtig sein könnte, ja immer versuchen zu interpretieren als irgendeine gerissene Pirouette, um Ihnen nicht recht geben zu müssen. Nehmen Sie es doch einfach zur Kenntnis, Sie haben Ihre Meinung, ich habe eine andere Sicht auf die Dinge und so ist das im Leben und in der Demokratie, das ist auch nicht schlimm, davon lebt am Ende auch ein Parlament. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Grünen, Fraktion der Grünen beantragt ein Sonder- oder Notprogramm für die Hochschulen, weil es davon ausgeht, dass unser Hochschulbetrieb nicht mehr gesichert ist. Der Abgeordnete Saalfeld hat zu Recht darauf hingewiesen, dass das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur heute eine Pressemitteilung veröffentlicht hat, aus der die Wirtschaftsplanabschlüsse der Hochschulen aus dem Jahr 2013 hervorgehen. Ich würde die Daten gerne zusammenfassen. Die Rücklagen der Hochschulen sind im Jahre 2013 von 38 Millionen auf 42 Millionen angewachsen. Die Universität Greifswald weist ein Defizit von 1,94 Millionen aus, die Universität Rostock einen Überschuss von 3,6 Millionen, die HMT ein Defizit von 140.000 Euro, die Fachhochschule Neubrandenburg von 730.000 Euro, die Fachhochschule Stralsund einen Überschuss von 1,19 Millionen Euro und die Fachhochschule Wismar von 1,92 Millionen Euro. Insgesamt also 4 Millionen Euro Überschuss. Jetzt muss man sich die scheinbaren laufenden Defizite aber auch sehr detailliert ansehen. Ich möchte das am Beispiel der Fachhochschule Neubrandenburg tun. Sie hat ein Defizit von 730.000 Euro und auf Rückfrage bei der Hochschulleitung, wie sich das erklärt, sagte die Hochschulleitung Folgendes. Die Rücklagen seien so hoch gewesen, dass man sich entschlossen habe, im letzten Jahr allen vier Fachbereichen jeweils 150.000 Euro zu geben, um besondere Entwicklungsaufgaben wahrzunehmen. Die dürfen also Investitionen tätigen. Das würde ich nicht als Notzustand interpretieren, sondern da hat eine Hochschule über Jahre sparsam gewirtschaftet und tut das, wozu die Rücklage dann da ist und der Globalhaushalt nämlich dann den Fachbereichen auch mal die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Die weiteren Kosten, die dort zu Buche schlagen, resultieren aus einer Baumaßnahme am Standort Neubrandenburg. Dort wird das Gebäude renoviert, dementsprechend muss die Bibliothek umziehen und der Umzug der Bibliothek und die Herrichtung der Bibliothek hat diese Kosten verursacht. Das heißt, wir haben es nicht mit laufenden Kosten zu tun, die dort ein Defizit verursachen, sondern es hat solche Hintergründe. Insofern sieht es zwar in der Rechnung wie ein Defizit aus, aber es sind bewusste Entnahmen aus der Rücklage. Angesichts der Tatsache, dass also in einer großen Hochschulfinanzkrise die Rücklagen noch einmal um 4 Millionen Euro steigen können, bin ich nicht ganz so sorgenvoll wie Sie, Herr Saalfeld. In der Tat, das unterscheidet uns. Und ich glaube auch, dass vor diesem Hintergrund deutlich wird, dass es nicht richtig ist, dass alle Rücklagen im Sinne von Rückstellungen rechtlich gebunden sind, sondern natürlich haben die Hochschulen bestimmte Entwicklungsvorhaben, aber sie können das eben auch sehr vernünftig einsetzen. Jetzt kann man die 4 Millionen Euro in der Tat, Herr Saalfeld, dadurch argumentativ reduzieren, dass man sagt, darin sind enthalten Gemeinkosten von Drittmittelprojekten. Sie wissen, dass dieses Argument im Wesentlichen, wenn überhaupt, auf die beiden Universitäten zutrifft, nicht so sehr auf die Fachhochschulen, weil der Drittmittelanteil an den Universitäten sehr viel höher ist.
Aber ich weiß nicht, ob Sie mir zustimmen, aber der eigentliche Sinn von Gemeinkosten ist der, dass sie nicht zweckgebunden sind oder Overheadkosten. Sie haben das vorhin erwähnt, die wären zweckgebunden, das sind sie eigentlich nicht. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Die Overheadkosten sind nicht unmittelbar zweckgebunden, sondern wenn Sie die Drittmittelgeber sich ansehen, ich hoffe, da sind wir jetzt fachlich einer Meinung, wenn Sie bei der DFG schauen und fragen, warum gibt es Gemeinkosten von 20% bei Drittmittelprojekten, dann ist die Antwort der DFG, weil ein solches Forschungsprojekt an einer Hochschule Kosten verursacht, in der Verwaltung und sonst wo. Das heißt, der Drittmittelgeber verpflichtet sich, die laufenden Kosten im Hochschulbetrieb, die es dadurch gibt, zu ersetzen. Das heißt, an die Stelle der Landesmittel treten an der Stelle die Gemeinkosten. Herr Professor Tack nickt, ist ja auch ein erfahrener Wissenschaftler. Wenn das aber so ist, wenn die Gemeinkosten an die Stelle der Landeszuschüsse treten, dann sind sie am Ende wie Landeszuschüsse zu behandeln, weil sie den Aufwand des Landes ersetzen, den es dort in diesem Standpunkt geleistet hat. Insofern sind selbstverständlich auch Rücklagen oder Rückstellungen, je nachdem, wie man es betrachtet, aus Gemeinkosten, genauso wie die Landeszuschüsse, am Ende als Überschüsse zu betrachten. Natürlich, ich glaube, da ist die Koalition sich auch einig, wir wünschen uns für die Hochschulen so viel Geld, wie es nur irgendwie geben kann. Herr Lisko wird vermutlich gleich auch noch mal was dazu sagen. Ich sehe das auch so. Ich hätte gerne, da könnte ich mir beliebige Zahlen ausdenken. Und ich setze in dem Zusammenhang vor allem darauf, dass es gelingen wird, dass die Große Koalition die 6 Milliarden Euro endlich auf den Weg bringt. Sie wissen, dass im Koalitionsvertrag eine solche Regelung vorgesehen ist. Da soll es auch Geld für Hochschulen geben. Und ich darf hier ankündigen, selbstverständlich wird es so sein, dass wir jeden Cent, den wir vom Bund für die Hochschulen bekommen, auch den Hochschulen geben. Da wird nichts eingespart, da gibt es keinen Sparstrumpf, sondern das wird zusätzlich zur Verfügung gestellt. Ja, selbstverständlich. Na, na klar. Da wird nichts eingespart. Das kann gar nicht sein. Frau Polzin lächelt auch schon wieder. Sehen Sie, herzlichen Dank für die Auflockerung, Herr Kuckert. Also ich rechne damit, dass es zusätzliches Geld geben wird. Die spannende Frage ist aber dann zu beantworten, wer bekommt, warum, wie viel davon? Und um diese Frage sachgerecht beantworten zu können, haben wir uns mit den Hochschulen darauf geeinigt, eine unabhängige Instanz um ihre Hilfe zu bitten. Und zu prüfen, wer eigentlich wie im Moment ausgestattet ist und warum welches Geld bekommen sollte, das ist der Rechnungshof. Und Herr Saalfeld, ich bitte um Verständnis, ist jedenfalls meine Meinung. Angesichts der Tatsache, dass der Hochschulbetrieb funktioniert, ich kenne keine chaotischen Zustände an unseren Hochschulen, ist mir nicht bekannt. Dass der Hochschulbetrieb funktioniert, dass es gleichzeitig gelingt, Überschüsse in Millionenhöhe zu erwirtschaften, was ich gar nicht kritisiere, und angesichts der Tatsache, dass wir diesen Rechnungshofbericht noch nicht vorliegen haben, dass ich dementsprechend Ihren Vorschlag nicht nachvollziehbar finde. Dann kurz zum Stellenausfinanzierungsgrad. Das ist ja jetzt wieder der Versuch gewesen, Herr Saalfeld, nicht einfach in der Sache zu argumentieren. Ich glaube, das könnten wir beide auch mal tun, sondern den Versuch zu machen, den anderen in irgendeiner Form zu diskreditieren. Lüge und sonst was Sie sich haben alles einfallen lassen. Ich habe im Finanzausschuss klar gesagt, dass die Universität Rostock nach ihren eigenen Angaben sagt, dass 95% ihrer Stellen besetzt sind. Und genau dies geht aus der Tabelle hervor. Denn die linke Spalte, Herr Saalfeld, ist die einzige empirische, die Sie versucht haben, eben gerade in Frage zu stellen, ist die einzige empirische Spalte. Die anderen sind kalkulatorische Berechnungen. Und es ist richtig, diese Tabelle enthält verschiedene Ausfinanzierungsgradrechnungen, nämlich je nachdem, wie viel Prozent des Personalbudgets als sozusagen idealtypischen Ausfinanzierungsgrad man zugrunde legt. Da hat der Neukirchen, wenn ich mich recht entsinne, 98% angenommen, 100% angenommen, den Nasensatz der Hochschule angenommen, den Nasensatz des Landes, also verschiedene Modellrechnungen. Es ändert trotzdem aber nichts an der Tatsache, dass im Moment, jedenfalls nach Angaben der Hochschule, 95% der Stellen besetzt sind, und zwar so viele wie nie zuvor. Das ist einfach wahr. Und das Problem, warum man unterschiedlich... Herr Seifert, das Problem, warum man das sehr unterschiedlich sehen kann, ist ganz einfach. Die Universität Rostock hat Nasensatzberechnungen vorgenommen. Das kann man machen. Ich behaupte nur Folgendes: Der Landesnasensatz für eine Stelle E13 ist viel höher, als es in der Hochschule sein muss, weil auf den E13-Stellen sich normalerweise die Wissenschaftler bewegen, die für 5 Jahre eine Qualifikationsstelle haben und schon tarifrechtlich nicht die Erfahrungsstufen erreichen können, die das Landespersonal erreicht. Dementsprechend brauchen Sie zur Ausfinanzierung einer E13 im Schnitt deutlich weniger als im Landeshaushalt insgesamt. Und jetzt kann man in der Tat die Frage stellen, wie man das berechnet. Empirisch gesehen sind es die 95%, das ist keine Lüge, das ist kein Betrug, das sind die Zahlen der Universität Rostock. Und ich habe nichts anderes als das, was in der Tabelle stand, auch im Finanzausschuss gesagt. Dann eine kleine Bemerkung auch zum Mindestlohn, aber das nur so neben. Sehr geehrter Herr
Saalfeld, ich habe nichts weggelassen, ich habe sie Ihnen doch gegeben. Sie können sich doch Ihre Meinung bilden. Ich habe, dann würde ich gerne nochmal auf das Mindestlohnargument reagieren. Haben Sie gesagt, also große Blasen, Herr Bodkopp kündigt hier an, wir werden das überprüfen an den Hochschulen, nichts passiert. Herr Saalfeld, der Sachverhalt ist einfach folgender. Ich habe die Personalräte und die Kanzler gebeten, sich zusammenzusetzen in einer Arbeitsgruppe. Und Sie sollten folgender Frage nachgehen. Führen die Regelung für Lehrbeauftragte in Mecklenburg-Vorpommern, die wir haben, zur Unterschreitung des Mindestlohns im Bereich der Universitäten und Hochfachhochschulen ja oder nein? Und die Antwort der Personalräte und der Kanzler war nach einigen Monaten der Arbeit nein. Und wenn die zu dem Ergebnis kommen, nein, es wird der Mindestlohn nicht unterschritten, und das war die Frage, um die es ging, auch dem Parlament, dann haben Sie deshalb nichts gemerkt, dass ich in hektische Aktivität verfallen bin, weil es nichts zu tun gab, nachdem die Kanzler und der Personalrat fertig waren mit ihrer Arbeit. Sie haben sich im Übrigen sehr wohl gewünscht, die Kanzler und die Personalräte, dass wir die Lehrbeauftragten bezahlen sollten wie Tarifangestellte. Ja? Aber das ist nicht der Sinn eines Lehrauftrags. Insofern gibt es da Meinungsverschiedenheiten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum letzten Punkt. Herr Saalfeld hat es angesprochen. Auch darüber werde ich den Finanzausschuss transparent informieren. Auch diese Zahlen werden Ihnen vermutlich nicht so nahe liegen. Ich bin gespannt, wie Sie dann damit umgehen werden, ob es eine sachliche Auseinandersetzung wird oder Sie das fortsetzen, was Sie hier vorhin gemacht haben. Es ist wahr, wir haben das Bundesamt für Statistik gefragt, wo sich Mecklenburg-Vorpommern in der Finanzierung der Hochschulen im Ländervergleich befindet. Dann hat das Bundesamt für Statistik uns Zahlen geliefert. Dann habe ich diese Zahlen dem Finanzausschuss gegeben. Und nachdem Herr Dr. Flieger, der Kanzler der Universität Greifswald, beim Bundesamt für Statistik nachgefragt hat, hat sich das Bundesamt von den Zahlen distanziert, die es uns selbst gegeben hatte. So. Und nun kann man sagen, ich habe den Ausschuss als die Datenvorlagen informiert und bin meiner Pflicht der Information des Parlaments nachgekommen, oder Sie können die andere Geschichte erzählen. Aber das Schöne ist, es gibt neue Zahlen, Herr Saalfeld. Das Bundesamt hat ja damals die Zahlen deshalb zurückgerufen, weil sie gesagt haben, sie wollen die Statistik verändern. Sie wollen sie überarbeiten. Die Zahlen liegen vor. Im Übrigen seit Februar 2014 im Internet, kann sich jeder ansehen. Wir haben also dieselbe Berechnung aus dem Dezember 2013 noch einmal gemacht mit den neuen Daten des Bundesamtes für Statistik. Ich sage ausdrücklich, ich übernehme für die Daten des Statistischen Bundesamtes keine Gewähr, weil ich nicht weiß, ob ich in 2 Wochen nicht wieder einen Brief bekomme, wo drin steht, wir ziehen die Zahlen zurück. Aber es sind die Zahlen, die im Internet stehen. Jetzt möchte ich Ihnen diese Zahlen kurz vorstellen. Wo stehen wir im Moment deutschlandweit in der Hochschulfinanzierung? Zusammen betrachtet die laufenden Mittel für Personal, Sachkosten und Investitionen. Bei den Gesamtausgaben der Hochschulen liegt Mecklenburg-Vorpommern bei den Ausgaben je Einwohner betrachtet auf Platz 4 der Flächenländer. Es macht hier keinen Sinn, die Stadtstaaten mit einzubeziehen, weil Sie wissen, dass die Stadtstaaten je Einwohner mehr Geld bekommen und eben auch mehr Hochschulstrukturen finanzieren. Deswegen macht man hier einen Flächenländervergleich. Man kann dies aber auch je Professor und je Studierenden rechnen. Wenn Sie je Professor die Ausgaben sich ansehen, liegt Mecklenburg-Vorpommern mit Gesamtausgaben von 563.640 Euro je Professor auf Platz 5 aller Länder. Also auch im vorderen Drittel. Und wenn Sie die Ausgaben sich ansehen je Studierenden, was ja auch nur etwas über die Betreuungssituation aussagt, dann erreicht Mecklenburg-Vorpommern 11.065 Euro je Studierenden im Jahr 2011 Platz 1 aller deutschen Länder. Und dann schreiben die Ich sage ausdrücklich, da das eine Gesamtbetrachtung von laufenden Kosten und Investitionskosten ist, heißt das nicht, dass alles in Ordnung ist an jeder Stelle. Das bedeutet es nicht, denn wir haben auch einen sehr hohen Investitionsanteil. In der laufenden Förderung sind wir also im Mittelfeld etwa, da sind wir nicht an der Spitze. In der laufenden Förderung im Mittelfeld, aber indem wir erhebliche Summen investieren, auch in moderne Gebäude und Infrastruktur an den Universitäten und Fachhochschulen, erreichen wir am Ende je Studierenden Platz 1. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Saalfeld, ich stelle mich nicht hin und sage, das ist extraterrestrisch, es geht nicht besser und so weiter. Aber ich möchte schon Folgendes sagen. Wenn ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern es schafft, das zu finanzieren, neben all den anderen Sachen, die wir machen, Dutzende Millionen mehr für Kita, Dutzende Millionen mehr für Schule, eine sehr gut ausgestattete Polizei und, dann würde ich kommunale Finanzausstattung, wenn ich das richtig sehe, Frau Finanzministerin, die höchste der Bundesrepublik Deutschland hier Einwohner, wenn das alles so ist, dann finde ich, muss ich dieses Gesamtbild oder kann man sich sehen lassen mit diesem Gesamtbild. Ich gehe davon aus, dass es noch mehr geben wird, auch mit Hilfe des Bundes.
Und wie das zu verteilen ist, das lasst Sie uns bitte beraten, wenn der Rechnungshof seine Arbeit gemacht hat, er sein unabhängiges Gutachten vorgestellt hat, dann haben wir vernünftige sachliche Grundlage und dann haben wir guten Grund, miteinander über diese Frage ins Gespräch zu kommen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der CDU der Abgeordnete Herr Lisko. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben ja heute einen Antrag der Grünen-Fraktion zur besseren Finanzausstattung der Hochschulen. Und Herr Saalfeld, Sie sind jetzt dazu gekommen, diesen Antrag zu stellen. Sie haben ja schon in mehreren Reden von mir gehört, dass ich da auch wenigstens ambivalent bin und wir als CDU-Fraktion stehen ja und ich persönlich mit den Hochschulen und Universitäten in sehr engem Kontakt, schon alleine aus meiner Funktion heraus als Präsident der Greifswalder Bürgerschaft. Deswegen haben wir ja auch die große Anhörung im Finanzausschuss zum Haushalt beantragt. Und das Ergebnis war ja gewesen, dass wir einen unabhängigen Gutachter sozusagen beauftragt haben, sich mit der Finanzsituation der Hochschulen und der Universitäten auseinanderzusetzen. Ich bin selber nicht so glücklich darüber, dass es dann der Rechnungshof geworden ist, aber den haben sich die Hochschulen ausgesucht. Damit müssen wir also auch leben. Auf Vorschlag der Universität Rostock, wenn ich es richtig weiß, ist dieser Gutachter ausgewählt worden. Und wenn man jetzt ja weiß, dass der Rechnungshof ja auch der Meinung ist, dass die Kommunen ausreichend finanziert sind und wir ja nicht immer der gleichen Meinung sind. Aber wir haben gerade noch mal gehört, dass wenn man im Vergleich, da guckt die Kommunen erstmal vom Land sehr viel Geld bekommen. Das hat aber nichts erstmal mit der Gesamtfinanzausstattung der Kommunen zu tun. Erstmal so viel zu diesem Punkt. Jetzt weiß ich von den Rektoren, aber auch von den Kanzlern der Hochschulen, dass sie selber diese Unterfinanzierung beklagen. Wir aber immer noch nicht so weit selber in die Materie vorgedrungen sind, dass wir dieses bestätigen können oder verneinen können. Wir sind im regen Austausch, lassen uns nochmal zuarbeiten von den Kanzlern, von den Rektoren oder Rektorinnen, sodass wir versuchen, nachher selber diese Aussagen zu überprüfen. Und bei mir schlagen da ja auch zwei Herzen in eine Brust. Natürlich bin ich dafür, dass wir die Universitäten, die Hochschulen so stark machen, dass sie auch als die Zentren hier in Mecklenburg-Vorpommern an Kraft gewinnen und auch zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. Ich glaube, da sind wir uns auch im Großen und Ganzen einig. Aber andererseits muss man als Finanzpolitiker auch darauf gucken, dass wir mit den Finanzen, die wir zur Verfügung haben, im Landeshaushalt sorgsam und vernünftig umgehen. Und deswegen glaube ich, dass der Weg richtig ist, von einem unabhängigen Dritten erstmal zu bewerten zu lassen, ob dann die Finanzausstattung der Universitäten wirklich ausreichend ist oder nicht. Und wenn wir dieses Gutachten haben, und ich hoffe, dass es sich nicht noch länger hinzieht wie bis ans Ende des Jahres, sondern dass man dann wirklich in der nächsten Beratung des Doppelhaushaltes mit konkreten Zahlen arbeiten kann, dass wir dann sozusagen wissen, reicht die Finanzierung oder reicht sie nicht. Und alles andere würde ich dann gerne nochmal im zweiten Part besprechen, wenn ich gehört habe, was Herr Saalfeld vielleicht noch dazu sagt. Deswegen finde ich den Antrag jetzt zu dieser Zeit nicht an der richtigen Stelle platziert und deswegen würden wir ihn erstmal auch ablehnen. Das Wort hat jetzt für die Fraktion Die Linke der Abgeordnete Herr Dr. Al-Sabdi. Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen und Herren, wir wissen aus der Vergangenheit, dass Doppelhaushalte und die Zielvereinbarung des Landes mit den Hochschulen Rahmenbedingungen schaffen, unter denen
nur mit großen Schwierigkeiten auf Veränderungen reagiert werden kann. Meine Fraktion hat das Thema Finanzierung der Hochschulen auf der Mai-Sitzung des vergangenen Jahres mit dem Antrag anforderungsgerechte Finanzierung der Hochschulen des Landes sichern, nach Verhandlungen zu den Finanzbedingungen der Zielvereinbarungen führen. Drucksache 6/1907 aufgerufen und zur Diskussion gestellt. Zugleich zur Anhörung zum Thema Hochschulfinanzierung im Finanzausschuss des Landes im November 2013 hatte die Landeskonferenz der Studierendenschaften in Mecklenburg-Vorpommern, kurz LKS, zu einer Demonstration in Schwerin aufgerufen. Rund 3000 Studierende waren diesem Protest gefolgt und haben ihren Unmut zum Ausdruck gebracht. Sie befürchten, dass zusätzliche 17 Millionen Euro, die für die Hochschule im aktuellen Doppelhaushalt bereitgestellt wurden, möglicherweise nicht ausreichen, um Institut- und Fakultätsschließungen oder Entlassungen zu verhindern. Die Landeskonferenz der Studierendenschaften und Rektoren sowie Kanzler der Hochschulen verweisen auf ein Defizit in Höhe von insgesamt 40 Millionen Euro für die Jahre 2014 und 2015. Für dieses Defizit werden folgende Ursachen genannt. Erstens, die steigenden Personalkosten durch Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst. Darauf ist mein Kollege Saalfeld eingegangen. Wenn die geplanten Mittel für Personalkosten nicht ausreichen, so können entweder benötigte Personalstellen nicht mehr besetzt werden oder es muss vorhandenes Personal abgebaut werden oder es ist in anderen Bereichen zu sparen. Die zweite Ursache ist die Entwicklung der Betriebskosten. Sowohl bei den Heizkosten als auch bei den Stromkosten ist es in den letzten Jahren erhebliche Erhöhungen gekommen. Diese Zusatzkosten waren in dieser Höhe nicht vorhersehbar. Sie müssen deshalb innerhalb der Globalhaushalte ausgeglichen werden. Ansonsten treten die bereits genannten Folgen ein. Die dritte Ursache ist das Kooperationsverbot im Grundgesetz. Sie wissen ja sicher, das Grundgesetz besagt, dass sich der Bund bei der Bildungsfinanzierung weitgehend heraushalten muss. Es kann sich nur in einem Jahr, in einem sehr engen Rahmen, zeitweise oder projektbezogen an der Finanzierung von Bildungsausgaben beteiligen. Ich habe mich sehr gefreut, als die SPD in ihrem Programm zur Bundestagwahl die Aufhebung des Kooperationsverbots aufgenommen hat. In den Koalitionsverhandlungen oder im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien ist davon leider nicht mehr zu finden. Die vierte Ursache wird darin gesehen, dass wichtige zusätzliche Investitionen wie die bessere Ausstattung von Lehrer und Forschung noch nicht ausreichend berücksichtigt sind. Und wir haben heute anhand der Debatte, es geht um Energie braucht starke Forschung, von meiner Kollegin Mignon Schwenger gehört. Als Beispiel war die Fachhochschule Stralsund. Auch im Bereich der sozialen Infrastruktur wie Studentenwerken fehlen es an notwendigen Mitteln, beispielsweise für den Bau von Wohnheimen. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass dringend Handlungsbedarf besteht. Wenn es tatsächlich ein Defizit in Höhe von 40 Millionen Euro gibt, wie es von der Landeskonferenz der Studierendenschaften, den Rektorinnen und Rektoren der Hochschulen und Kanzlerin beziffert wird. Die Zielvereinbarung legt den Finanzierungsrahmen bis 2015 fest. Es kommt also aus der Sicht meiner Fraktion darauf an, in gemeinsamen Gesprächen zwischen der Landesregierung und den Hochschulen die bisherige Entwicklung sowie ihre Folgen zu analysieren und nach Lösungen zu suchen. Strukturelle Defizite
an den Hochschulen des Landes müssen verhindert und beglichen werden, wenn ihre nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit erhalten werden soll. Die Suche nach Lösungen muss aber auf der Grundlage verlässlicher Daten erfolgen. Zurzeit prüft der Landesrechnungshof die Finanzierung der Universitäten Rostock und Greifswald. Das Ergebnis dieser Prüfung wird im Oktober oder November dieses Jahres vorliegen. Die vom Landesrechnungshof erhobenen Daten sollen abgewartet werden, um eine Grundlage für die Analyse und die Suche nach Lösungen der finanziellen Probleme zu haben. Außerdem ist meine Fraktion der Ansicht, dass der Termin 17. Juni 2014 zur Vorlage eines erneuten Nachtragshaushalts zu knapp bemessen ist. Deswegen beantrage ich die Überweisung dieses Antrags an den Bildungsausschuss. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der SPD die Abgeordnete Frau Wippermann. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Saalfeld, also Sie haben ja hier weit ausgeholt und Sie haben an dem Bildungsminister ja überhaupt kein gutes Haar gelassen. Dabei muss ich mal wirklich sagen, also ich bin ja nun seit Januar hier im Landtag und auch im Bildungsausschuss und ich habe Sie bis jetzt dort nicht einmal gesehen, obwohl ich, ja, aber trotzdem als hochschulpolitischer Sprecher und ich bin auch hochschulpolitische Sprecherin und bei diesem Thema und wenn Sie solche Sorgen haben, dann hätte ich Sie dort doch gerne mal gesehen und auch mal drüber gesprochen, denn es wäre am einfachsten gewesen, aber ich weiß ja, Sie mögen diese, Sie mögen diese nicht öffentlichen Ausschüsse überhaupt nicht, da können Sie sich nicht sonnen in der Presse, also es tut mir leid, also ja, natürlich, aber wir hätten doch auch gerne mal drüber sprechen können. Also es wäre mir eine Freude gewesen, wenn ich Sie einen dort Moment, mal hätte Frau Wippermann, sehen können. Einen Moment, Frau Wippermann. Herr Saalfeld, Sie haben ja noch Redezeit, die ist ja genau. Auch angemeldet. Dann können Sie darauf reagieren. Und jetzt hat Frau Wippermann das Wort. Ja, und da Sie anscheinend keine Lust haben, also der Minister hat es ja auch angesprochen. Also wir haben einen Auftrag an den Landesrechnungshof gegeben. Es soll geprüft werden, ob die Bedarfe der Hochschulfinanzierung korrekt sind oder nicht korrekt. Es kann verschiedene Ergebnisse geben. Wir warten diese Ergebnisse ab. Und weiter bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, denn ansonsten, der Minister hat es bereits ausgeführt, wir haben ja sonst keine sachliche Grundlage, auf der wir uns unterhalten könnten. Also wir von der SPD lehnen Ihren Antrag ab. Das Wort hat jetzt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen der Abgeordnete Herr Saalfeld. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Sprachlosigkeit der SPD erstaunt mich doch in gewisser Weise. Ich hätte mir da ein bisschen mehr erwartet. Wir stehen vor Bildungsstreiks in Hochschulen. Die Hochschulrektorenkonferenz verabschiedet gestern eine Resolution zur Unterfinanzierung der Hochschulen und die SPD kollabiert offensichtlich hier am Pult. Schade. Und Frau Wippermann, ich muss Sie einfach darauf hinweisen, dass der Bildungsminister selbst in den Finanzausschuss kommt, um Hochschulangelegenheiten zu besprechen. Also wie soll ich denn in den Bildungsausschuss kommen, wenn der Bildungsminister selbst zum Beispiel am 5.12. extra in den Finanzausschuss kommt, um das Thema Hochschulfinanzierung zu besprechen? Also ich glaube, den Vorwurf können Sie mir nicht machen. Ich bin da sehr nah an den Hochschulthemen dran und immer dann, wenn im Ausschuss dann auch entsprechende Tagesordnungspunkte stehen, komme ich da auch gern dazu, wenn es in meinen Zeitplan zulässt. Aber da bitte ich auch in gewisser Weise auf Rücksicht auf kleine Fraktionen. Leider haben wir nicht 4 Leute pro Ausschuss sitzen. Vielleicht ändert sich das ja mal in Zukunft. Herr Lisko, ich freue mich, dass Sie das zumindest sehr abgewogen dargestellt haben. Freue mich auch, dass Sie das Problem erkannt haben. Das haben Sie ja auch schon mehrfach bewiesen, dass Ihnen die Finanzen der Hochschulen da sehr am Herzen liegen. Und freue mich darauf, dass wir daran weiterarbeiten können und weiterarbeiten werden. Ich möchte jetzt mit meiner Einbringung, die ich nicht ganz zu Ende
gebracht habe, vorhin fortfahren. Die finanziellen Spielräume waren im Übrigen bereits im Doppelhaushalt 2014 und 2015 vorhanden, um den Hochschulen mehr zu geben. Vielleicht erinnern Sie sich, denn die positive Novembersteuerschätzung war bei der Verabschiedung des Haushaltes des Landes bereits bekannt, aber nicht eingerechnet. Schade, weil da waren schon eine enorme Summe drin. Nun hat die Steuerschätzung im Mai zusätzlich ergeben, dass noch stärkere Mehreinnahmen zu verzeichnen sein werden. Und deswegen haben wir uns entschieden, hier in den Landtag zu gehen und zu sagen, so wie es die Koalition mit den Kommunen gemacht hat, so ist es jetzt auch angezeigt für die Hochschulen, in sehr viel geringerem Maßstab natürlich. Denn hier ist sozusagen von einer Analogie auszugehen. Genau wie die Kommunen werden auch die Hochschulen jetzt überprüft. Und genau wie die Kommunen nicht so lange warten können mit dem Geld, genauso können die Hochschulen nicht warten, bis das Prüfergebnis vorgelegt ist und dann gibt es wieder eine ewige Auseinandersetzung im Landtag, dann kommt es zur Hochschulentwicklungsplanung. Also ich sehe das noch nicht, dass für die Hochschulen sowohl für 2014 als auch für 2015 entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden. Und deswegen haben wir uns eigentlich nur an der Koalition orientiert, an ihrem Vorgehen und haben gesagt, dann stricken wir mal ein Notpaket. Und zwar für die Überbrückung der Zeit, bis die Überprüfung fertiggestellt ist. Und da finde ich Ihr Verhalten von der Koalition nicht konsistent, Frau Wippermann, wenn Sie das bei den Kommunen machen und bei den Hochschulen nicht. Erklären Sie mir das mal und vor allem erklären Sie das den Angehörigen an den Hochschulen. Also Herr Butzki, Frau Wippermann hatte ja ordentlich Redezeit. Sie hat sie ja gar nicht ausgenutzt. Ich hätte ja gerne zugehört. Aber wenn sie nur eine Minute redet, dann kann ich ja da ganz genau hinhören. Aber zu hören gibt es da nicht viel, wenn man nur eine Minute redet. Also meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie noch auf eine Publikation des Bundesamtes für Statistik vom 29. April 2014 hinweisen. Danach sind die Ausgaben für die übrigen öffentlichen wissenschaftlichen Einrichtungen, etwa für Leibniz-Institute und Ähnliches, in den Ländern von 2010 bis 2012 um insgesamt 1,3 Milliarden Euro gestiegen. Es gibt nur ein Bundesland, für das ein Rückgang der Ausgaben zu verzeichnen war. Und jetzt können Sie mal raten, welches Bundesland das war. Ja, das war leider unseres, Mecklenburg-Vorpommern. Und in diesem Zusammenhang muss ich auch noch auf zwei weitere Argumentationsmuster eingehen und diese korrigieren, die vom Minister in der Diskussion immer wieder vorgebracht werden, auch heute wieder. Das erste lautet, Mecklenburg-Vorpommern würde pro Einwohner besonders viel Geld für die Hochschulen ausgeben. Diese Argumentation taucht ja überall auf, bei den Theatern, bei den Hochschulen und so weiter. Für ein bevölkerungsarmes Flächenland ohne Metropole in der Nähe ist das ja auch kein Wunder. Und weil das Argument mit Sicherheit heute eben auch schon vorgebracht wurde, will ich da nochmal drauf eingehen und sagen, es kommt darauf an, wie viele Mittel pro Studierenden bereitgestellt werden. Wir haben die Verantwortung über 40.000 Studierende übernommen. Wir haben sie hier immatrikuliert, das ist ein Ausbildungsvertrag. Und dann können Sie sich nicht zurückziehen und sagen, oh, wir haben ja ganz wenig Bevölkerung und hochgerechnet kriegt ihr schon genügend Geld. Nein, wir sind Ausbildungsverträge mit 40.000 Studierenden eingegangen und dann müssen wir sie auch ausfinanzieren. Ebenso die Behauptung des Ministers, wir würden in Mecklenburg-Vorpommern Studierende sozusagen über Bedarf ausbilden. Damit wird ja quasi die Angst genährt, wir würden unser schönes Geld für andere Bundesländer ausgeben. Ich darf aus einem Interview mit dem Minister zitieren, Zitat Anfang, Herr Brotkorb, wir stellen also rund 50% über Bedarf Studienplätze bereit, wenn alle Bundesländer so handeln würden, gäbe es deutschlandweit auch keinen Mangel an Studienplätze. Zitat Ende. Diese Behauptung ist schlicht falsch, Herr Kokert, und sie wird auch nicht dadurch wahrer, dass sie immer wieder wiederholt wird. Ich habe mir die Zahlen einmal genau angesehen. Es stimmt, von den gut 39, also jetzt rund 40.000 Studierenden in Mecklenburg-Vorpommern im letzten Wintersemester kamen gut 20.000 aus anderen Bundesländern, in der Tat. Aber wie viele Menschen, die in Mecklenburg-Vorpommern ihr Abitur gemacht haben, haben zur gleichen Zeit in anderen Bundesländern studiert? Raten Sie mal, Herr Kokert. Es waren genau 20.400. Also genauso viele Studierende, wie in unser Land kommen, gehen von uns auch in andere Bundesländer. Würden alle studienberechtigten Landeskinder auch in Mecklenburg-Vorpommern studieren, wären also die notwendigen Kapazitäten ganz genauso hoch wie zurzeit. Ja, entschuldigen Sie, ich habe Ihnen gerade zu 180% widersprochen, falls Sie es nicht mitbekommen haben. Wir als Bündnisgrüne sind der Auffassung, es muss Schluss sein mit diesen Zahlenspielchen. Die Haushaltsspielräume sind jetzt vorhanden und darum müssen wir jetzt diese auch nutzen. Die Defizitberechnungen der Hochschulen liegen vor. Ich habe natürlich bereits gelesen, und Herr Minister hat es auch eben gerade vorgetragen, dass der Minister auf die Prüfung durch den Landesrechnungshof verweist. Man müsse diese eben erst einmal abwarten.
Meine Damen und Herren, von der Koalition, ich sagte es bereits, bei den Kommunen haben Sie nach langer Zeit immerhin erkannt, dass es nichts nützt, wenn die umstrittenen Finanzen mit unbekannter zeitlicher Frist geprüft werden, während gleichzeitig die Einrichtungen, um die es geht, den Bach heruntergehen. Darum haben Sie die Hilfspakete gestrickt und genau so wollen wir das auch für die Hochschulen. Die Universitäten und Fachhochschulen haben sich keineswegs mit dem Minister darauf geeinigt, im Augenblick kein Geld mehr zu benötigen. Sie waren mit der Prüfung einverstanden, damit einmal geklärt wird, grundsätzlich, ob die Berechnungen der Hochschulen und der dortigen Haushaltsabteilungen, die im Übrigen direkt dem Minister unterstellt werden, ist ja nicht so, dass die völlig im luftleeren Raum hängen, oder die Auffassung des Ministers stichhaltiger sind. Dies ist schließlich die zentrale Voraussetzung für die neuen Zielvereinbarungen von 2016 bis 2020. Aber natürlich muss bis dahin, so wie bei den Kommunen, etwas passieren. Darum sagen wir, für dieses Jahr benötigen wir ein Hilfspaket von 20 Millionen Euro. Im nächsten Jahr soll sich dann die Höhe an den konkreten Ergebnissen des Landesrechnungshofs orientieren, wenn sie denn rechtzeitig vorliegen. Bis dahin untätig zu bleiben, ist jedenfalls keine verantwortliche Bildungspolitik. Wir könnten dann ja auch noch auf die Aufhebung des Kooperationsverbots warten. Ja, aber dafür hat sich auch der Minister ja tatsächlich zu Recht ausgesprochen. Aber in der schwarz-roten Bundesregierung, das müssen Sie doch erkennen, herrscht hierzu ebenfalls Stillstand. Man hört nichts davon, dass das Kooperationsverbot aufgehoben werden soll. Und von engagierten Bundesratsinitiativen aus Mecklenburg-Vorpommern zur Aufhebung des Verbotes ist mir leider auch nichts bekannt. Also, wir sollten hier nicht auf Zeit spielen, denn dass die Hochschulen, wie der Minister meint, in Wirklichkeit voll ausfinanziert werden, glaubt vor Ort mit Sicherheit niemand. Am allerwenigsten die Studierenden und die Hochschulangehörigen, die am Dienstag in den Bildungsstreik treten werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ums Wort gebeten hat noch einmal der Bildungsminister, Herr Brotkorb. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, da der CDU-Fraktionsvorsitzende Kuckert mich ausdrücklich darum gebeten hat, nochmal das Wort zu ergreifen, möchte ich doch dieser Bitte nachkommen. Und Herr Seifert, ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie nochmal aus dem Interview zitiert haben, denn ich hoffe, dass Sie das nicht vom Kontext verzerrt zitiert haben, denn eigentlich müsste ich mich in dem Interview, ich weiß jetzt nicht, welches es war, geäußert haben über die Studienplätze, die wir in Zukunft hier im Lande bereitstellen. Und da habe ich gesagt, wenn alle Länder so handeln würden wie wir, dann hätten wir ein fantastisches akademisches Eldorado. Da würde ich auch bei bleiben. Ich würde gerne noch mal kurz die Gelegenheit ergreifen, aufgrund Ihrer Ausführung das Land zu loben. Das würde ich gerne tun. Wir werden mit den Hochschulstrukturen, Herr Seifert, die wir langfristig haben, etwa Studienplätze für 30.000 Studierende bereitstellen, ohne Hochschulpakt. 30.000. Jetzt wissen wir, dass wir in der langen Frist etwa 12.000 Geburten haben. Wenn wir annehmen, dass von denen 40% Abitur machen, da sind wir noch ein Stück weit von entfernt, dann haben wir 4.800 Menschen, die pro Jahr studieren. Nun gehen aber in aller Regel nur 75% aller Abiturienten oder Menschen mit Hochschulreife studieren. Dann sind wir also bei 3.600 Studierenden aus Mecklenburg-Vorpommern. Mal, jetzt können wir uns entscheiden, machen wir mal 4 Jahre, mal 5 Jahre, Bachelor, Master, wir machen mal 4,5, dann kommen wir auf 16.000 Studierende, die aus Mecklenburg-Vorpommern kommen und irgendwo studieren wollen, egal ob bei uns oder anderswo. Wir haben aber langfristig knapp über 30.000 Studienplätze. Wir werden also langfristig etwa 16.000 junge Menschen haben aus Mecklenburg-Vorpommern, die studieren wollen, egal ob hier oder anderswo. Wir haben aber hier im Land dauerhaft für 30.000 Studierende Platz ohne Hochschulpakt Studierende. Und so erklärt sich meine Aussage, dass wir in der Tat langfristig doppelt so viele Studienplätze etwa bereitstellen, wie Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern studieren wollen und nicht aus Mecklenburg-Vorpommern in Mecklenburg-Vorpommern. Egal, ob die Hälfte von diesen 16.000 in anderen Bundesländern studiert oder nicht, wir haben doppelt so viele, wie wir brauchen würden, wenn alle hier blieben. Die bleiben natürlich nicht alle hier, sondern wir werden in Zukunft etwa 1/3 Studierende aus Mecklenburg-Vorpommern haben und 2/3 aus anderen Bundesländern. Und ich sage Ihnen, ich finde das gut. Ich finde das gut. Das ist doch toll, wenn die jungen Leute zu uns kommen, zum Beispiel Medizin, weil es hier fantastische Studienmöglichkeiten gibt. Nur zur Wahrheit gehört eben auch, wenn alle Länder so handeln würden wie wir, dann gäbe es gar nicht mehr so viele, die zu uns kommen könnten. Das heißt, insofern machen wir ein Stück weit Aufbauhilfe West an der Stelle, hier aus Mecklenburg-Vorpommern heraus. Das ist wahr, das ist in der Tat wahr. Und weil Sie gerade den Bildungsstreik in Greifswald angesprochen haben, das erlaubt es mir nochmal, mich ausdrücklich bei den Studierenden der Universität Greifswald zu bedanken. Denn Sie wissen vielleicht, dass wir in diesem Lande ja die Wohnsitzprämie eingeführt haben. Das heißt,
Wenn es eine Hochschule schafft, ihre auswärtigen Studierenden, und das werden in Zukunft immer mehr, mit dem Erstwohnsitz hier anzumelden, dann bekommt das Land Geld, die Kommune Geld und in Zukunft auch die Hochschule. Für jeden, der über der Quote von 50% umgemeldet wird, zahlt das Land je Student 1.000 Euro pro Jahr und das 4 Jahre lang. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, dass wir so ein Modell haben. Das heißt, wenn die das schaffen, dass die Studenten sich ummelden, dann kriegt die Hochschule Geld. Im Moment macht leider nur eine Hochschule mit. Das liegt daran, dass die Modellversuch machen. Und dieser Modellversuch ist sehr erfolgreich. Im Jahr 2012 waren es nur 47.000 Euro. Für das letzte Jahr, das darf ich sagen, habe gestern ein Fördermittel oder einen Bescheid unterschrieben, sind es 197.000 Euro zusätzlich nur durch Ummeldungen für die Universität Greifswald. Und da das ja immer 4 Jahre gezählt wird, wird das jetzt jedes Jahr steigen. Es kommt jedes Jahr was dazu. Es ist also durchaus realistisch, über dieses Verfahren insgesamt laufende Einnahmen in Greifswald von 1 Million Euro zu erzielen. Zusätzlich zu den Mitteln des Landes, die wir sowieso beschlossen haben. Und deswegen herzlichen Glückwunsch an die Greifswalder Studierenden, Herr Liskow. Ich habe das Gefühl, Sie haben eine entscheidende Rolle dabei gespielt, den Studenten das nahezulegen und sie zu motivieren. Das wird der Präsident gemacht haben. Selbstverständlich, auch als Fördervereinspräsident. Und ich hoffe sehr, dass die anderen Hochschulen jetzt auch nach dem Erfolgsmodell in Greifswald mitziehen werden. Der Erlass wird von uns demnächst so überarbeitet, dass er an allen Hochschulstandorten greift. Und dann kann es interessanterweise noch mal ein paar Millionen Euro mehr geben für die Hochschulen. Und das Kuriose ist, ohne dass das Land dafür etwas bezahlen muss, sondern weil wir einfach ein vernünftiges System uns ausgedacht haben, von dem wir alle profitieren. In diesem Sinne hoffen Sie mit mir gemeinsam auf noch höhere Einnahmen für die Hochschulen. Aber da müssen sich auch die Studierenden ein bisschen engagieren. In Greifswald ist das fabelhaft passiert, da kann man nur den Hut vorziehen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ums Wort gebeten hat noch einmal für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen der Abgeordnete Herr Saalfeld. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, ich freue mich ja, dass da dann doch noch eine Debatte, zumindest von Seiten des Ministers, aufkommt und das versucht, die SPD-Fraktion und ihren Wortbeitrag zu kompensieren. Und ich möchte Sie einfach nochmal darauf hinweisen, wir können natürlich gerne auf das Jahr 2020 und 2025 schielen und schauen, wie wir so aussterben, dass wir da möglichst schlank aus der entsprechenden Knappheit von Studienplätzen aufzulösen. Also Herr Ringgut, das ist wirklich sehr niveauvoll, was Sie hier zu Besten geben. Das muss man Ihnen schon wirklich mal so sagen. Herzlichen Glückwunsch. Ich frage Sie einfach mal, Herr Müller, abseits dieser Schenkelklopferwitze, was haben Sie eigentlich für ein Konzept in der Tasche, junge Menschen nach Mecklenburg-Vorpommern zu holen? Die Hochschulen sind doch die erfolgreichsten Instrumente, junge Menschen in ihrer wichtigsten Lebensphase nach Mecklenburg-Vorpommern zu holen. Und deswegen ist es wunderbar, wenn wir viele junge Menschen nach Mecklenburg-Vorpommern holen können. Aber offensichtlich sind das für Sie vor allem Kostenfaktoren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben jetzt 77 Stellen vakant an der Universität Greifswald und jetzt 88 Stellen vakant an der Universität Rostock. Dafür würde ich gerne mal jetzt eine Lösung und nicht 2020 oder 2025 sehen. Und deswegen beantragen wir als Grüne jetzt ein Hilfspaket für 20 Millionen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Im Rahmen der Debatte ist beantragt worden, den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 6/2925 zur Beratung an den Bildungsausschuss zu überweisen. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Die Gegenprobe? Stimmenthaltung? Damit ist der Überweisungsvorschlag.